Sono Francesco Di Giacomo, presidente della Umbria Training Center. Da più di 20 anni ci occupiamo di formazione professionale e di mobilità di apprendisti e di lavoratori. Con questo progetto, che fa parte di un progetto molto più ampio per 80-90 persone, ci occupiamo di favorire l'incontro tra i desideri, le aspettative di apprendisti, di giovani lavoratori, di giovani disoccupati, con le aspettative e i fabbisogni delle nostre imprese, delle aziende che fanno parte della nostra rete. Hallo, ich bin der Christian. Erstmal willkommen hier in unserer kleinen, bescheidenen Werkstatt. Bin 21 Jahre alt, komme aus Rathenow, ja, mache hier Praktikum als Kfz-Mechatroniker. Sag mal, ich komme hier gerne her und so, mir macht das auf jeden Fall Spaß. Und in Deutschland denke ich schon, dass ich dann durch dieses Praktikum weiter vorankomme, weil ich auf jeden Fall auch ins Handwerk gehen möchte und mir macht das hier auch sehr viel Spaß. Kann ich nur jedem weiterempfehlen, der sich für dieses Projekt entscheidet eigentlich. Ja, hier in Spoleto ist die Landschaft natürlich wunderschön. Man hat überall diese Berge, die einen total faszinieren und so. Die Leute sind hier cool drauf. Also lässt sich hier auf jeden Fall gut leben. Hallo, ich bin Jenny, bin 22 Jahre alt, komme aus Wittstock, bin mit einem Kind hergekommen. Über die Zeit, wie ich arbeiten bin, kümmert sich eine Tagesmutti um mein Kind. Ja, auf jeden Fall würde ich gerne, wenn ich wieder in Deutschland bin, halt ein Praktikum nochmal in einer anderen Autowerkstatt machen und gucken, dass ich halt meinen Horizont erweitern kann. È la seconda volta che ho due apprendisti tedeschi. Questa volta è un po' meglio perché parlano l'inglese, l'ultimo parlava solo tedesco, ho avuto un po' di problemi di comunicazione. Invece questa volta parlano tutti e due l'inglese abbastanza bene e sono molto d'aiuto. E speriamo che l'anno prossimo ritornino altri due. Quest'anno mi hanno dato una ragazza e un ragazzo e sono soddisfatto. Stanno alle prime armi, però vedo che vanno avanti bene. Mein Name ist Willi Fröhlich. Ich arbeite im Zeppelin. Komme aus Brandenburg an der Havel und habe mich dazu entschieden, dieses Auslandspraktikum zu machen, weil es sehr sinnvoll ist, man sehr viele Eindrücke von neuen Menschen kriegt, mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann, neue Arbeit kennenlernt. Ja. Meine Aufgaben sind, wie man sieht, Pizzateig ausbreiten, die Gäste bedienen, sauber machen. In Spoleto gefällt es mir sehr gut. Es ist sehr klein, na was heißt klein, aber sehr altmodisch gemacht, aber auch neu. Und ja, es gefällt mir sehr gut. Bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Meine Kollegen sind nett, freundlich. Ist auf jeden Fall sehr zufriedenstellend. Fühle mich halt auch sehr wohl hier, weil ich es vorher noch nie gemacht habe. Und bin selber von mir überrascht, dass es so gut funktioniert. Und ja. Sehr zufriedenstellend. Lui è un ragazzetto veramente in gamba, c'ha voglia di imparare, è educato, ordinato, pulito. E l'educazione poi specialmente è una cosa importantissima e ascolta quello che si dice, poi con Paolo c'è un bel rapporto perché comunque Paolo riesce a parlare l'inglese bene, insomma loro parlano molto spesso
e riesce a capire quello che gli dice, insomma, ad imparare bene come si fa la pizza, come si fa l'impasto. Con noi si comporta molto bene, è preciso, puntuale e che dire di più. Sono il tutor di Sharon e Lucas, due ragazzi venuti dalla Germania. Questa esperienza è stata per me un'esperienza positiva perché mi sono approcciata con dei ragazzi più giovani di me, ma alla fine sono riuscita a capire che, anche non capendoci come lingue, sono riuscita a fargli capire. Ci siamo venuti incontro e alla fine siamo riusciti a fare il lavoro. Hallo, ich bin Sharon, komme aus Neuruppin, bin hier in Spoleto in Italien. Meine Aufgaben hier auf dem Bauernhof sind
ja, die ganzen Tiere füttern, gefällt mir sehr gut. War die schönste Zeit, die ich jemals hatte in Italien zum ersten Mal. Ne? Bereue auch nichts. Ja, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert gewesen. Und ja, wird auf jeden Fall ein schwieriger Abschied werden, so, ne? Natürlich. Man ist hier an der frischen Luft, der Ausblick, ne? Der sagt schon alles. Ich bin selbstständiger geworden. Hab die Liebe zu Tieren bekommen, ne? Meine Angst überwunden. Ja. Die Leute sind nett. Der Antonio ist ein netter. Die Alba werde ich sehr vermissen. Ja. Okay, und denkst du? Ich würde hier noch gerne länger bleiben wollen. Auf jeden Fall. Na, ich hoffe auf jeden Fall, ne, dass ich die Erfahrungen in Deutschland oder mit meinen Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, schon irgendwie was in Deutschland erreichen kann oder mich bewerben kann mit. Ne? Ja. Ich bin Lukas, bin 21 Jahre, komme aus dem Osten Deutschlands. bin auch zum ersten Mal generell im Ausland. Arbeite genau wie Sharon hier auf dem Bauernhof, auf dem Agri-Leisure-Time. Ja, jeden Morgen, wenn wir ankommen, füttern wir hier die ganzen Tiere durch. Alles, was hier zu sehen ist, Kühe, Pferde, Schafe, Hunde. Das Wetter in Italien ist echt traumhaft, die Natur. Also ich habe auf jeden Fall hier gelernt, die Natur ein bisschen mehr wertzuschätzen, der Natur was zu geben, dann gibt es auch was zurück. Antonio ist für mich wie ein Gott der Natur. Er ist wirklich sehr weise. Ich schätze das eher sehr wert, damit er mich hier auf seinen Hof arbeiten lässt, mir zeigt, wie man mit der Natur gut umgeht. Und generell Alba ist in der Küche, also was sie aus ein paar Früchten macht, ist echt ein Traum. Also ich fühle mich schon mit ein Teil der Familie hier auf dem Hof. Der Abschied wird mir genauso schwer fallen. Hier alles, was wir hier getan haben, wird mich in meinem Leben in Deutschland definitiv begleiten, wird mir in meinem weiteren Leben helfen. Ich habe mittlerweile Spaß an der Natur, an den Tieren, an der Arbeit und hätte auch nicht gedacht, dass ich mich so gut entwickle. Grazie Sharon, grazie Lucas. Io sono Antonio Lattanzi e sono il proprietario di questa azienda, ma più che azienda è una fattoria didattica e come tutti gli altri ragazzi tedeschi che sono arrivati qui hanno lasciato un loro stile, anche Sharon e Lucas l'hanno lasciato e hanno lasciato in noi e in me come azienda la necessità di accogliere i ragazzi sempre in un modo più educativo. Quindi mi scuso con Sharon e Lucas che sicuramente qualche cosa poteva andare meglio, però è un grosso messaggio sia questo progetto sia questo ragazzo che le aziende devono riuscire ad accogliere i ragazzi che devono lavorare in un modo educativo e molto spesso non ce ne interessiamo e pensiamo soltanto all'aspetto lavorativo in sé. Amare il proprio lavoro è secondo me l'esperienza che io spero che gli abbiamo lasciato e il lavoro non è una cosa che è solo di un giorno, è una cosa impegnativa, costante, duratura, dove la fatica deve diventare una soddisfazione, è un aumento della propria autostima. Questo è quello che mi premeva e ringrazio non solo loro, ma tutti quelli che lavorano intorno a questi progetti di scambio e di esperienze in altri posti.
siamo a 2 mesi che abbiamo iniziato questa collaborazione con Michael, e è una collaborazione integrativa perché lui, essendo un ragazzo tedesco, sta cercando la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro in Italia. E per quello che ci riguarda, che mi riguarda, come collaborazione è stata molto utile, in quanto è un ragazzo molto disciplinato, corretto, educato. L'unico problema che c'è stato per noi è stato quello con la lingua, in quanto lui parla solo il tedesco e un po' d'inglese, io un po' d'inglese, ma grazie alle tecnologie, agli smartphone, con un'applicazione siamo riusciti ad organizzarci nel poterci capire il più possibile. Poi la fortuna di questo ambiente è che le parole o i termini o comunque gli allenamenti stessi sono tutti, diciamo così, americanizzati, quindi è una lingua un po', definiamola comune a tutti, e il lavoro è stato molto semplice. Quindi io posso solo che dire che questo tipo di collaborazione è stata utile e molto interessante. Mein Name ist Michael. Ich nehme gerade am Austauschprojekt in Italien teil, im Fitnessstudio, wo ich derzeit als Praktikant arbeite. Ich habe schon in Deutschland angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten. Und in Italien hier habe ich quasi den Wunsch, darin zu arbeiten, im Endeffekt nochmal gefestigt bekommen. Meine Aufgaben innerhalb des Betriebes bestehen eigentlich darin, mit den Kunden die gewissen Standardpläne, die sie haben, durchzuarbeiten, ihnen dabei zu helfen. Wenn ich Kunden sehe, die Hilfe brauchen, also Hilfestellung oder eine Übung erklärt bekommen müssen, dann helfe ich ihnen auch dabei. Also erkläre die Übung und helfe ihnen gleichzeitig dabei. Und ja, im Prinzip so diese normalen Aufräumarbeiten, die man eigentlich bei jeder Arbeit hat, fallen dann bei mir im Prinzip auch an. Also das normale Fegen ab und zu mal, Gewichte wegräumen, Geräte wieder in ihren Normalzustand versetzen, weil manche doch ab und zu mal die Gewichte hängen lassen oder die Geräte für sich selber für irgendwelche Übungen umbauen. Spoleto gefällt es mir an sich wirklich gut. Spoleto an sich ist schon eine sehr schöne Stadt. Italien an sich finde ich auch besser irgendwie von der Landschaft her als Deutschland. Also weil man halt einfach mehr Grünflächen noch hat und mehr, ja, einfach noch mehr von der Natur im Prinzip in Italien hat. Und die Mentalität der Leute in Italien ist auch, finde ich, offener zu den Leuten gegenüber als in Deutschland, was mir auch sehr gefällt. Also das Austauschprojekt an sich würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, weil mir persönlich hat es A, sehr im Job nochmal geholfen, um so diese, ja, Materiefragen, die im Prinzip bei mir noch offen waren, auf jeden Fall nochmal ein paar zu klären. Um einen besseren Umgang mit den Leuten herstellen zu können während des Jobs und nur einfach um, ja, diese große Erfahrung quasi mal in den Teilen gewesen zu sein, auch noch mitzunehmen. Ich bin Timo, bin 21 Jahre alt, komme aus Oberhavel und mache ein Praktikum bei Altcomputers. Meine Aufgaben sind es, Computer zu reparieren, Printer zu reparieren, viele Treiber zu installieren, viele verschiedene Sachen halt. Man kommt auch viel rum. Die Kollegen sind alle voll entspannt. So. Italien ist ein schönes Land, man kann hier auch viel erleben und so. An Italien gefällt mir am besten die Leute hier, sind sehr sympathisch, alle offen. Man
die quatschen auch sehr viel. Also man kann denen gut zuhören, sage ich mal so. Also ich habe einen sehr guten Lehrer hier, der kann perfekt Englisch. Ein bisschen Italienisch kann ich jetzt auch. Also ich habe auch viel mitgenommen hier so in der Zeit. Das UTC-Projekt und das von der IJN organisiert wird, ist sehr gut. Man kann hier auf jeden Fall viel lernen, obwohl es ein paar Schwierigkeiten so mit der Sprache gibt, so. Aber mehr eigentlich nicht. Seconda esperienza che abbiamo con ragazzi che provengono dalla Germania e in questa sessione autunnale è venuto da noi Timo, che è un ragazzo berlinese, con cui abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione con le attività che normalmente svolgiamo durante la giornata. E naturalmente ha trovato maggiore praticità nelle attività che riguardano riparazioni hardware, perché naturalmente rispetto al software, diciamo, non necessitano di una conoscenza della lingua particolarmente approfondita, quindi sostituzione di pezzi di stampante, hardware dei computer ed cose di questo tipo. Mano a mano che ha acquisito anche conoscenza di qualche termine della lingua italiana, ha anche iniziato delle attività per quanto riguarda il discorso sui sistemi operativi, che naturalmente sono, diciamo, quasi esclusivamente in lingua italiana, e anche in questo tipo di applicazione ha iniziato ad avere dei riscontri piuttosto positivi. Per esempio, in questi giorni ha portato a termine un'attività di downgrade del sistema operativo da Windows 10 a Windows 7 senza praticamente l'ausilio di nessuno. Attività, diciamo, non particolarmente difficile per quanto riguarda la parte tecnica, ma comunque impegnativa perché, diciamo, i sistemi comunque sono in lingua italiana e chiaramente la sua conoscenza della nostra lingua, insomma, è limitata alla sua permanenza qua da noi. Farina sul piano di lavoro. Mettete il panetto in mezzo, sopra il piano. Mattarello questo. E spingete. La girate. Estendete. Fate fa un quarto di giro. E ricominciate. E poi allargate le mani. Prendete la parte sotto e la girate un pezzettino, la piegate, poi sopra un altro giro, alla fine girate l'ultima. Piccole, se da possibile.
Ja, hallo, ich bin als pädagogischer Begleiter hier und es macht mir immer wieder Freude, hier nach Italien zu kommen. Und das Besondere ist, man erlernt ja immer wieder was Neues dazu. Und heute, ich bin seit 8 Jahren dabei und heute habe ich endlich mal in Spoleto gelernt, wie man Stragozzi macht, worauf ich lange hingefiebert habe und ich freue mich sehr, dass ich das heute machen durfte. Dankeschön. Grazie mille. È stata davvero un'esperienza bellissima insegnare a questi ragazzi l'arte della pasta fatta in casa, soprattutto perché per loro era la prima volta e soprattutto perché erano comunque tutti ragazzi. Li vedi all'inizio un po' impacciati, un po' timidi e poi invece alla fine il risultato è veramente soddisfacente. Sehr gut, super kalt hier dazu. Questo gruppo è il migliore gruppo che abbiamo mai avuto. Ogni volta, ogni 3-4 mesi, ogni gruppo che arriva, ogni gruppo che parte, la frase ricorrente, l'espressione che mi viene in mente alla fine di un lavoro, alla fine di un soggiorno, alla fine di un'esperienza di lavoro presso le nostre aziende, è la stessa. Questo gruppo è il miglior gruppo che abbiamo mai avuto.